unserem neuen Video. Wir sind mal wieder unterwegs. Und zwar stehen wir an diesem Wochenende auf dem Wohnmobilstellplatz in Diepholz. Wir wollen euch den Stellplatz und auch die Stadt vorstellen. So, jetzt geht's auf in Richtung Wohnmobilstellplatz. Es ist zwar jetzt einiges an Autos hier zu hören, aber auf den Wohnmobilstellplatz merkt man vom Verkehr nichts, da er ein Stück weit zurückliegt. So, dann schwenken wir einmal. So, wie gesagt, hier im vorderen Bereich von der Straße befindet sich ein Parkplatz, der allerdings auch jetzt zumindest am Wochenende nicht genutzt wird. Das wird sicherlich anders sein, wenn auf den angrenzenden Festplatz Veranstaltungen stattfinden. So, ab hier ist nur noch die Durchfahrt für Wohnmobile frei. Gleich als erstes kommt man zu den Fähr- und Entsorgungsstationen. Hier gibt es einmal einen Bodeneinlass und eine Sanitstation. Um den Bodeneinlass nutzen zu können, muss man 1 Euro bezahlen. Und für Frischwasser, was man hier auch bekommt, zahlt man auch 1 Euro für 80 Liter Wasser. Auf der Rückseite der Sanitstation befindet sich dann die Entsorgung für die Chemietoilette. Und ein einsamer Mülleimer steht hier auch noch rum. Bei den Stellplätzen handelt es sich um einen kostenlosen Stellplatz. Der Platz bietet für 20 Mobile, wobei hier heute an diesem Wochenende viel mehr Wohnmobile stehen. Für die 20 Wohnmobile ist auch Stromversorgung vorhanden. Das ist jetzt jeweils hinter den Mobilen, deswegen können wir euch das leider gerade nicht zeigen. Und zwar zahlt man pro Kilowatt 50 Cent. Wichtig ist dabei, passend 50 Cent Stücke dabei zu haben, da die Säule nicht wechselt. Hier etwa endet der eigentliche Wohnmobilstellplatz und es ist noch eine weitere Freifläche vorhanden, die, wie ihr seht, auch reichlich von den Wohnmobilisten genutzt wird. Hier gibt es keine Stromanschlüsse. So, schwenkt man dann einmal nach links rum, seht ihr den sogenannten Marktplatz, das Veranstaltungsgelände hier in Diepholz. Da hinten ist so ein kleiner Stand mit ein paar Foodtrucks aufgebaut, aber trotz alledem ist es hier sehr ruhig. Was der Stellplatz auch noch zu bieten hat, ist ein Spielplatz. Den zeigen wir euch jetzt. So, hier seht ihr nun den eingezäunten Spielplatz und davor eine der Stromsäulen. Auch hier findet sich noch ein Mülleimer am Spielplatz.
Vom Wohnmobilstellplatz aus zur Innenstadt sind es nur wenige Gehminuten hier in dieser Richtung. Auch kommt man von hier aus in wenigen Minuten zu verschiedenen Geschäften, also Supermärkten und Discountern, wo man sich auch mit den Sachen des täglichen Lebens versorgen kann. Vom Wohnmobilstellplatz braucht man nur über den Marktplatz zu gehen und dann kommt man automatisch auf den Fußweg, der in die Innenstadt führt, wo wir jetzt zusammen mit euch hingehen möchten. Nun sind wir in der Innenstadt von Diepholz. Es scheint an diesem Samstag, es ist jetzt 13 Uhr etwa, ziemlich ruhig zu sein. Na, wir schauen mal weiter. Diepholz hat eine kleine schnucklige Innenstadt mit Fußgängerzone und Restaurants, wo man und Eisdielen, wo man draußen sitzen kann. Rund um die St. Nikolaikirche findet man einige schöne Fachwerkhäuser. Leider hat momentan die Kirche nicht geöffnet, sonst hätten wir euch auch das Innere der Kirche gezeigt. Von der Nikolaikirche aus gehen wir jetzt zum Diepholzer Schloss durch den Park und da hinten sieht man auch schon den Turm von Schloss. Wir sind jetzt erst einmal außenrum um das Schloss gelaufen, was von einem Wassergraben umgeben ist, und gehen jetzt wieder nach vorne hin zur Straße, um dann ins Schlossinnere zu gelangen. Oder zumindest in den Innenhof. So wie wir gelesen haben, ist das Museum, was sich im Schloss befindet, momentan geschlossen. So, nachdem wir nun einmal das Schloss außen umrundet haben, geht es einmal direkt aufs Schloss. Im Gebäudekomplex des Schlosses befindet sich jetzt das Amtsgericht und im Turm befindet sich das Museum. Hier gibt es einen kleinen Überblick über die Geschichte des Schlosses. Nun befinden wir uns auf der Schlossanlage. Der Turm hat eine Höhe von 43 Metern und 133 Stufen muss man erklimmen, um nach oben zu gelangen.
Das Schloss wurde zu Beginn des 12. Jahrhunderts erbaut. Unter anderem waren die Herzöge bzw. Herzogin von Hoya hier gewesen und hat von hier aus residiert. Nun gehen wir in den Innenhof des Schlosses. Hier an der Wand finden sich noch Tafeln, wo die Geschichte des Schlosses aufgeführt ist, beziehungsweise die Geschichte von den Grafen von Diepholz. Wie bereits schon erwähnt, befindet sich jetzt das Amtsgericht hier im Schloss. Vom Innenhof des Schlosses gelangt man auch in den dazugehörigen Rosengarten. Hier ist schon mal eine schmiedeeiserne Rose und hier gelangen wir nun in den eigentlichen Garten. Überall ist es hier am Summen. Vor lauter Bienen und anderem Getier sozusagen. Im Schlossgarten überall verteilt sind noch Stelen aufgestellt, in denen die Geschichte von Diepholz erläutert wird. In jeder Stele befindet sich ein kleiner Schaukasten
und darüber die entsprechende Erklärung. Es ist wirklich ein schöner grüner Park, der einlädt zum gemütlichen Spazierengehen. Guten Morgen! Wir haben Sonntagmorgen und was fehlt hier auf diesem Bild? Es sind unsere Campingstühle. Wir sind heute Morgen aufgestanden und mussten leider feststellen, dass man sie uns heute Nacht geklaut hat. Schade, schade. Also wird der Ort Diepholz wahrscheinlich doch nicht mit D-I-E-P, sondern mit D-I-E-B geschrieben. Nachdem wir ausreichend gefrühstückt haben, wollen wir noch mal los hier in Diepholz und zwar zum Technikmuseum. Mal schauen, was es da Interessantes gibt. So, nun sind wir beim Technikmuseum in Diepholz-Hede. Mal gucken, was es da drin so Interessantes zu entdecken gibt. Das große Bügeleisen weist den Weg zur Bügeleisenausstellung im Technikmuseum. Im Museum gibt es auch eine riesige Sammlung an Bügeleisen. Die Bügeleisensammlung umfasst über 3000 Exponate. Wer will, kann auch beim Technikmuseum sein E-Bike laden. Der Strom wird hier selber von der Sonne produziert. Mit zum Technikmuseum gehört auch ein Café, wo es lecker selbstgemachten Kuchen gibt. So, wir sind wieder zu Hause. Eigentlich war das Wochenende in Diepholz ganz schön. Bis auf die Ausnahme, dass halt unsere Campingstühle geklaut worden sind. Das Wetter war schön. Und der Platz war auch eigentlich sehr gut gewesen. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass der Platz kostenfrei war. Wir waren ja heute im Technikmuseum. Das war auch wirklich sehr interessant. Wir waren 2 Stunden in diesem Museum und hatten eigentlich eine Privatführung. Es war ja vor allen Dingen ein Mitarbeiter des Museums, der uns fast die ganzen 2 Stunden herumgeführt hat und uns die ganzen Exponate erklärt und gezeigt hat. Es war sehr viel Kurioses dabei. Und was auch noch nennenswert ist, der Eintritt zu diesem Technikmuseum ist kostenfrei. Und was sehr zu empfehlen ist, ist das Café, was zum Museum gehört, wo es selbstgemachten Kuchen bzw. Torte gibt. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen und freuen uns immer über einen Daumen nach oben oder ein Abo. Und wir würden uns freuen, euch beim nächsten Video wiederzusehen. Wir sagen tschüss. Euer Andreas und Imke. Tschüss. Tschüss.